Gut 70 Minuten noch, dann wird das Spiel angepfiffen und hier an den Kontrollstellen ist natürlich schon richtig was los. Und was sieht man? Natürlich die Nationalfarben. Die Fans, sie kommen mit Deutschland-Trikots und natürlich sind sie alle gut gelaunt. Hallo liebe Zuschauer, heute ist der 18. Tag bei unserem Public Viewing hier auf dem Dortmunder Friedensplatz. Heute geht es sicherlich wieder zur Sache, denn Deutschland muss antreten gegen Italien. Heute kommt es darauf an, wird Deutschland sich qualifizieren für das Endspiel am Sonntag gegen Spanien. Und die ersten 5.000, 6.000 Zuschauer sind schon vor Ort. Und unser Team natürlich ist seit gut 2 Stunden schon im Einsatz. Und man muss wirklich sagen, dass in den letzten 18 Tagen eine tolle Zusammenarbeit es gegeben hat, hier mit allen Mitarbeitern, auch mit der Dortmunder Polizei. Also man ist wie eine große Familie hier. Zuschauer, ich fühle mich heute natürlich sicher. Sie haben die letzten Beiträge sicherlich gesehen. Die Fans, sie kamen immer, wenn ich natürlich vor der Bühne stand, und sind auf mich hereingebrochen, um es mal so zu formulieren. Heute kann mir das nicht passieren. Ich habe 2 hübsche Männer dabei. Sie sorgen dafür, dass er hier, dass ich wirklich heute mit aller Ruhe über den Dortmunder Friedensplatz gehen darf. Ich bin mal gespannt um 23 Uhr, ob ihr dann auch da seid und dafür sorgt, dass ich dann meine Reportage richtig gut weitermachen kann und dass sie so scharfe Bilder sehen. Dafür ist der junge Mann zuständig. Das ist der Mann mit der Kamera. Und im Moment, der Christian, zeichne jetzt mal so und guckt mal. Christian, können wir den Monitor sehen? Ja? Da, wunderbar. Ist das HD? Kannst du uns mal sagen, ist das HD? Nee, das ist kein HD. Da können wir nicht mit aufwarten in NRW. Ja gut, aber sagen wir mal so, ihr wisst ja eigentlich, wo die besten Videos laufen, habe ich mir sagen lassen. Ja, auf Ruhrnachrichten, nee. Ja, liebe Zuschauer, jetzt gehen wir aber zur Party und die Jungs werden gleich sicherlich auch Party machen. Aber jetzt hole ich mir natürlich auch einen Tipp. Wie spielen die denn heute, die Deutschen? 2-1. 3-1. Mhm. 1-1 nach 90 Minuten. Und Endergebnis? 4-2 Elfmeterschießen. Jetzt verratet mir doch mal eins, wo seht ihr das Spiel denn gleich? Auf unserem Wagen. Ja, hier könnt ihr das sehen? Ja. Wie geht das? Mit Hilfe von DVB-T. Gut, dann wünsche ich euch viel Erfolg und ich stürze mich jetzt Richtung Fans. Natürlich hier schon gut und 60 Minuten noch, dann wird das Spiel angepfiffen und der Dortmunder Friedensplatz ist natürlich gut gefüllt auf der Bühne. Zurzeit das Live-Programm und die Fans haben natürlich hier richtig Spaß. Es hat die ersten Tropfen von oben gegeben und wir hoffen natürlich, dass es kein Regen heute Abend geben wird hier im Hyundai Fanpark 2012. Und schauen Sie sich um hier, also die Stimmung ist jetzt schon brillant und ich hoffe, dass die Stimmung natürlich heute Abend nach dem Spiel noch besser ist. Wie geht das Spiel heute aus? 2-0 für Italien! 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 Wir befinden uns in Dortmund auf dem Friedensplatz und nicht im Rom! Nicht in Rom! Ja, ja, ja! Lass doch die Aufwand zuvor!
Gott, Gott, ja, ja. Ja, Spaghetti! Ja, genau! Sauber Uwe! Ja, ich kann auch Italienisch! Kannst du mal die deutschen Zuschauer Italienisch begrüßen? Hä? Begrüße mal die Zuschauer auf Italienisch! Salve ragazzi, ragazzi! Salve ragazzi! Mi raccomando, ti fate tutti quanti Italia! Super! Nein, wir sind ein Team! Super, ein Team! Wir können nach Hause fahren! Mein Beileid für die Deutschen, würde ich erstmal sagen! Nach ganz vielen Jahren haben die es nie geschafft! Und ich muss sagen, sie werden es niemals schaffen! Italia! Ich habe kein Wort verstanden! Ich habe gesagt, mein Beileid für die Deutschen! So viele Jahre haben sie gegen Italien gespielt! Ach, ich finde das aber so süß. Nicht weinen nachher, nicht weinen. Ich weine nicht, ich sag ja mein Beileid für Deutschland. Taschentücher habt ihr schon, ne? Wir werden ein tolles Spiel heute erleben. Ja, glaube ich auch. Auf jeden Fall. Gut, viel Spaß heute noch hier. Und hier habe ich Mädels mit langen Ohren. Wo habt ihr die denn her? Von so einem Stand hier irgendwo, da hinten. Super. Und was erlebst du heute hier? Viel Spaß mit meinen Freunden und bestimmt ein geiles Spiel. Und dein Tipp? 2-3 für Deutschland. Oh, da musst du es aber erstmal überlegen, oder? Ja, ich mache mir da vorher nicht so viele Gedanken drüber. Möchtest du auch was sagen? Was? Was denn? Ja. Deutschland heute 3-1. 3-1. 3-1? 3-1, Junge. 3-1. Und wer macht die Tore? Hä? Wer macht die Tore? Die macht Podolski, die macht Özil und die macht Gomez. 3-1. Jetzt knutsch mich hier gar nicht noch ab. Das will ich auch noch. Dann will ich ja zufrieden. 3-1. Gut. Hier die Frage. Weitermachen. Was wolltest du auch noch was sagen? Heute Deutschland. Wie viel? 3-1. Nein, 2-1. Ich greife 2-1. Wer macht die Tore? Ach, und ich sehe gerade, Jogi, 12. Mann, ist auch hier. Ja, hör mal. Wie sieht denn die Aufstellung heute aus? Keine Ahnung. Weißt du, dass heute Italien gegen Deutschland spielt? Ja. Super, weitermachen. Und es ist heiß hier. 33 Grad auf dem Dortmunder Friedensplatz. Und wir sind hier richtig gut dabei. Hier sollen echte Fans sein, habe ich mir sagen lassen. Das ist meine Schwester, eine Deutsche. Die ist die Beste, Alpha. Ja, super. Auch eine Schwester von dir? Das ist meine Schwester. Also du bist deine ganze Familie hier? Genau, das ist meine Freundin. Ja, super. Wir werden heute die Italiener mit 2-1 besiegen. Super. Sie können nach Hause fahren, ihre Spaghetti kochen. Wie heißt der Titel? Ihr könnt nach Hause fahren. Ihr könnt eure Spaghetti kochen. Nein, das machen wir nicht. Die habe ich schon mal gesehen hier. Ja, jedes Spiel ist hier. Und, hast du die heute auch schon gesehen? Ja, natürlich. Immer. Und was erleben wir heute? Einen grandiosen Sieg gegen Italien, oder nicht? Wie sieht das Wetter aus heute? Das Wetter spielt keine Rolle. Hauptsache Deutschland gewinnt, oder nicht? Super, ich bin begeistert. Fühlst du dich wohl? Ja, ich fühle mich hier immer wohl. Party wie Sau. Alles macht Spaß, scheißegal. Feiern wie Sau, oder nicht? Am schönsten ist es in Dortmund, richtig? Auf jeden Fall. Also gibt es nichts Besseres. Scheißegal. Oh, ich muss erst ein Bier trinken. Ja, dann trink mal ein Bier. Hau rein, Junge. Hau rein. Guck dir den Vogel an.
So, genau 15 Minuten noch, dann geht es hier rund auf den Dortmunder Friedensplatz und die ersten Tore sind geschlossen. Normalerweise müssten jetzt 10.250 Besucher hier schon auf dem Dortmunder Friedensplatz sein, hier im Hyundai Fanpark 2012. Und ich gehe mal davon aus, dass jetzt gleich natürlich hier die Party abgeht, denn... jetzt eine Ecke ausgesucht, wo es nicht ganz so eng ist und drei bildhübsche Mädels hier. Was erwartet ihr denn jetzt gleich? Dass Deutschland gewinnt! 2-1 gegen Italien. Ja. Was sagt ihr denn dazu, dass Reus nicht von Anfang an dabei ist? Oh Gott, das finde ich jetzt nicht so gut. Wir sind nicht so Fußballprofis. Ihr weiß, deswegen seid ihr dann hier, um im Endeffekt Party zu machen? Ja, um Deutschland zu unterstützen. Deutschland muss gewinnen. Deutschland. Wir unterstützen Deutschland unser Leben lang. Ja. Also es wird ein toller Abend werden? Ja, auf jeden Fall. Okay, wir freuen uns schon. Okay, viel Spaß dann. Grad hier im Hyundai Fanpark Dortmund. Und jetzt ist es soweit, das Spiel wird jetzt angepfiffen. Nach 20 Minuten wurde das erste Mal hier gejubelt auf dem Dortmunder Friedensplatz, aber leider jubelten die italienischen Fans. Denn die Italiener sind mit 1:0 in der 20. Minute in Führung gegangen. Entsetzte Gesichter natürlich jetzt hier bei einigen Fans. Jubel bei den italienischen Fans hier in Dortmund auf dem Friedensplatz. 2:0 steht es für Italien gegen Deutschland. Und die deutschen Fans sind sehr ruhig geworden. Jetzt hier, liebe Zuschauer, und ich schaue zur Uhr. Die letzten 20 Sekunden in der ersten Halbzeit laufen und Jubel und glückliche italienische Fans zurzeit hier auf dem Dortmunder Friedensplatz. Sie haben ihr Spaß, aber es gibt immer noch ein paar deutsche Fans, die natürlich weiterhin ihre Mannschaft anfeuern. Aber es sind ja noch 45 Minuten zu spielen, also man darf jetzt noch nicht die Flinte ins Korn schmeißen. Halbzeitstand 2:0 für Italien. Es sind noch 2 Minuten in der Nachspielzeit zu spielen. Es gibt Elfmeter für Deutschland. Und die Fans haben alle noch ein bisschen Hoffnung. Der Ball ist drin. Und jetzt haben wir noch 90 Sekunden an die Zeit, den Ausgleich zu erzielen. Aber logischerweise werden die Italiener jetzt es langsam angehen lassen. Und es gibt nochmal einen Freistoß. Die letzte Chance. Neuer läuft mit in den 16-Meter-Raum. Alles auf einer Karte. Entweder oder. Und da kommt der Abpfiff. Es ist vorbei. Deutschland ist bei der Europameisterschaft ausgeschieden. Jubel bei den zahlreichen Fans hier der italienischen Mannschaft. Sie haben Spaß hier in Dortmund auf dem Friedensplatz. Wir haben vor dem Spiel viel Spaß gehabt und haben alle damit gerechnet, dass Deutschland sich qualifizieren wird für das Endspiel. So wird jetzt im Endspiel stehen Spanien gegen Italien. Und ich gehe mal davon aus, dass am Sonntag sicherlich viele spanische Hinterfans hier auf dem Dortmunder Friedensplatz sein werden.
und werden einen tollen Tag erleben. Die deutschen Zuschauer, man braucht nur die Gesichter sehen, sind natürlich schwer enttäuscht. Wir haben alle damit gerechnet, ich habe es gerade schon gesagt, dass es ein erfolgreicher Abend wird. Wir zeigen noch ein paar schöne Bilder jetzt hier und das war's dann. Bis zum nächsten Mal.